Ich hätte mich sogar noch. Ich habe sogar gedopt. Der Crusader ist gedopt. So, was haben wir hier? Ich benötige mehr Zaun. Mit Ruhe. Ach, ein Schildchen. Das ist ja ganz herrlich. Warum laufe ich eigentlich immer dran vorbei? So. Geh mal hier rein. Ey, Mensch, endlich das Gleiche. Das freut mich. Die Harte oder was? Was ist für ein Scheiß? Wer denn da gesoffen? Was ist hier? Gar keiner? Hallo? Und, oder? Kein Bock? Schnetzeln! Ah. Aasfledermäuse sind okay. Das geht überhaupt gar nicht, oder? Die sind total lahm. Die fliegen nicht so schön durch die Luft und nerven nicht so richtig. So, geh mir hier runter. Ach, guck mal, da sind sie wieder. Die Geister, die ich rief. Guck mal, einer haut ab. Weiche Höhle. Bleib mal hier. Ey, Typ. Na also, da bist du ja. Ich glaube, du hast sie nur alle. Abhauen. Du kriegst genauso auf die Schnauze wie deine Brüder. Bruder. So. Bam. Bam. Ey. Fall da einfach um. Hier, die sind eher am besten. Die fliegen richtig schön durch die Luft, machen schön Dreck auf der Erde. Die Putzfrau, die hier putzen muss, nachdem du hier gemetzelt hast, Alter, das geht gar nicht, oder? Habt ihr da Gedanken dran? Mein Gott. Ja, ich auch nicht. So, wie krieg ich denn eigentlich mehr Zorn? Brauchst du eine Taste, die Bam macht und dann gibt's mehr Zorn. So, wenn wir die mal blenden, alle die Blasen. Ach, guck mal, eine Träne. Ist das cheek cheek? Reden nehmen wir da gerne mit. Massaker, ich hab euch alle getötet, ihr Skelettgesichter. Kommt her und seht das Licht. Ach, guck mal, der Reuterkopf. Ist es nicht hübsch? Er wartet erstmal, bis alle tot sind, dann kommt er an, damit er danach direkt drauf geht. Das finde ich auch nett von ihm. So, kommt her hier. Ist das nice? Alter, ist das nice. Bam! Also so ganz allmählich muss ich sagen... Ihr merkt ja, was ich für Spaß dran habe, die Viecher abzuschnappen, oder? Bam, bam, bam. So, auch tot. Gesundheit. Ah, wird wieder husten, oder? Nein, nicht. Diesmal nicht. Die dicken nerven ein bisschen. Weil sie ewig diese dämlichen Würmer rausholen. Aber die Essenzen, die sind ganz wichtig. Die sind auch nice to have. So, was haben wir hier? Ja, das ist doch mal was. Ist denn da was für uns dabei? Oh, guck mal die Schaden an, hä? Das ist doch was Nettes. Und wir haben ein Schild, das endlich mal genauso ist wie unseres, Mensch. Ach ne, das ist eine Zweihandwaffe. Was ist das denn? Muss ich das jetzt verstehen? Einhand und Zweihand. Also nochmal, jetzt mache ich mal hier die Einhand wieder rein. Und das ist jetzt die Zweihand. Die macht 40% mehr Schaden, aber ohne Schild, da kann ich unsere Fähigkeiten gar nicht nutzen. Was würdet ihr jetzt machen? Leute, ich heb die mal auf, aber... Nee. Oder? Was ist das für ein Quatsch? Naja, wir leben mit. Also ohne Schild kann ich meine Schildschläge doch gar nicht benutzen. Was ist denn das für ein Quatsch? Da kann ich zwar richtig bursten, aber... Nee. Also ich verstehe es nicht, weil das hier geht alles nur mit Schild. Wenn ich mich nicht irre. Das meiste zumindest davon. Guck mal her hier. Danke. Ich muss mir das gerade nochmal durchlesen. Ja, benötigt Schild. Also Schildstoß, ne? Macht ja Sinn, wenn da steht Schildstoß, dass ich den mit dem Schild machen muss. Hä? Okay, vielleicht ist es einfach nur so, dass so ein Crusader halt eine Zweihandwaffe tragen kann, aber nicht zwingen muss. Oder sowas. Oder wie auch immer. Keine Ahnung. So! Das hier sieht doch irgendwie nach... nichts aus. Ich hätte gedacht, das sieht irgendwie spannender aus. Aber das mit dem Denken... tja, ist dann halt manchmal so. So, jetzt sind wir hier unten in diesem Hain drinnen und jetzt gehen wir aus dem Hain wieder raus. Weil irgendwie gab es hier nichts Schönes. Friedhof, genau. Komm, Friedhof. So, wir müssen uns das merken. Das war der rechte. Ich bin der Meinung, es gibt ja noch so ein Ding. Gehen wir mal hier lang eben. Weiter hier runter. Unterhalb des Friedhofs der Verlassenen. So, hier ist noch was. Ist das der Keller? Entweihte Krypta. Das sieht doch ganz gut aus, oder? Ich will gerade nochmal das L drücken. Um zu gucken, ob das da vielleicht ist. Ja, einfach da unten drunter. Da gehen wir hier noch rein und gucken mal. Das sieht doch ganz gut aus. Ah, das sind schon die ersten. Guck mal. So, haben wir die schon mal wieder erlegt. Hier kommen wir nicht lang. Wir werden es überleben. Guter Witz, oder? Bei Untoten. Wir werden es überleben. Ah, die Aasfledermäuse. Die sind langweilig. Mach die weg. Außerdem steht die immer hinter mir und nervt. Neues Wissen, das ist immer wichtig. Ja, ich habe ja in einem Kommentar, den ich gelesen habe, hieß es ja, ihr wisst das eh alles.
Dann drücke ich den ganzen schwachmaten Scheiß auch weg. Ich brauche das eh nicht. So, warte hier. Pilze. Wie geraucht oder was? So, was haben wir hier? Hier können wir runtergehen. So. Untote? Hallo. Keine Untoten. Da, da. Ein Kobold. Ich hab gleich ein neues Wissen. Bäm. Oh, hier ist irgend so ein Horst zwischen. Und bleiben wir hier. Ah, Fledermaus. Der Chef-Fledermaus wahrscheinlich, ja? Ist die Mutter aller Fledermäuse. Deine Mutter, Junge. Komm her. Hau ich dich voll in die Fresse. Gibt's kein Krankenhaus mehr für dich. Komm her. Bäm. Wieder was Totes. Untot Totes. Was haben wir hier jetzt bekommen? Ach, guck mal, ein Kopf. Auch wenn es Vitalität ist, ist mir scheißegal. Ich habe was an und es regeneriert Leben. Ne? Also ganz ehrlich, macht ja keinen Sinn. Nebenan, das Schild haben wir bereits. Also wie gesagt, hier ist eigentlich nichts für uns. Aber Herrgott, es regeneriert ein Leben. Und solange ich nichts Besseres habe, ziehe ich den Scheiß an. Was soll das? Schlechter werden kann ich ja dadurch nicht, ne? So, hier ist nichts. Außer Zahnbelag vielleicht. Guck mal hier. Steintruhen sind immer gut. Was hat er für Stiefel jetzt, der Junge? Zähigkeit, weniger Schaden, nein. Wir wollen ja nicht tanken. Also tanken tut man an der Tankstelle generell, aber ich habe jetzt kein... Oh, guck mal hier. Kommen die von hinten, die Schweinehunde? Tja. Sag mal. Bei euch ist da wirklich ein Loch, oder? Oder habt ihr Sex da unten drunter und kommt nach und nach? Was ist das? Nix. Leuchtet nur blöd. Gut. Gehen wir weiter hier. Ach, guck mal an. Wir sind richtig. Lady, bleib mal stehen. An seiner Seite ruhe. Hm. Das ist schön. Bringt meine Knochen zurück, auf dass wir in Frieden ruhen können. Na dann. Durchsucht sie. Ja, das machen wir. Das ist kein Problem. Mädchen, da bin ich doch da prädestiniert für. Knochen. Komm her hier. Bestattungsrune. Na dann, komm mal her. Lady, Druckbett. Ja, bam, bam, bam. Ist geil, ey. Kriegst ein Trugbild, da kommen gleich wieder von ihren Schergen hier 200 Stück an. Ach Leute, ihr habt doch eh keine Chance. Geht Gassi. Ich bin Crusader, was wollt ihr? Mann, ich hab eure Mama doch nur eben ein bisschen gestreichelt. Ihr kommt dann noch zweimal. Ihr habt doch mehrere Mütter hier, Trugbildmütter. Jetzt ist aber gut. Geh weg. Nerv mich nicht. Ja, ja. So, der mittlere... Na komm her, du Druckbild. Lass dich verprügeln. Jetzt machen wir mal einen Komplettblock. Jetzt habe ich keinen Zorn mehr. Blöd. Muss ich einfach einzeln zermetzeln. Aber ich habe ja die Rune. Und durch die Rune geht's auch übel ab. Ne? Kumpels. Tut mir leid für euch. So, ihr seid tot. Mami ist noch am Leben. Und jetzt kriegt die dritte Mami noch einen auf die Mütz. Jetzt stelle ich mich mal ein bisschen ungeschickt dahin. So, jetzt hauen wir erstmal die ganzen kleinen Idioten um. Und jetzt stehen wir gut. So, Lady, jetzt gibt's aufs Maul. Jetzt habe ich keinen Bock mehr, mit dir zu kämpfen. Trugbild der Pein und Stufe 8 und BÄM! So, haben wir das auch erledigt? Alter, guck mal hier. Oh, Eisenhaut. Eisenhaut, aktive Fertigkeit ist Eisenhaut. Bevor wir das machen, wollen wir mal gucken hier. Also Inventar, Schild, weniger, blöd. Guck mal, weniger blöd. Kriegt zweimal Kopf. Ist ja immer nett was, ne? Zähigkeit, wie gesagt, brauchen wir nicht. Aber jetzt müssen wir nochmal gucken bei den Fertigkeiten. Wo war denn die Eisenhaut? Abbrechen. Wo ist denn das mit der Eisenhaut? Hab ich doch gerade gelesen. Ah ja, egal. Jetzt machen wir erstmal hier weiter. Danke. Ereignis beendet. So, haben wir wieder eine gute Tat getan, oder was? Ach, guck mal. Ach, das ist nett. Nur weil wir drei Druckbilder gehauen haben. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Wir sind doch ein guter Mensch im Diener des Lichts. Den Speer kannst du dir in den Popo schieben. Brauchen wir alle nicht. Wisst ihr, ich muss gleich wieder verkaufen gehen mit Tristram. Naja, egal. Ich sehe auf der Uhr. Wir sind sowieso gleich am Ende dieser Folge angekommen. Blöd, dass wir jetzt keinen neuen Speicherpunkt haben, ne? Ach, guck. Da kommen sie wieder. Eure Mama ist tot. Tut mir leid. Jetzt braucht ihr auch nicht mehr kommen. Ich hätte eben die Hilfe gebraucht von euch und ich hätte einen neuen Zombie-Schnetzel-Tötungsrekord aufstellen können in der Zeit. Eine minderwertige Lederhose. Ja dann. Loser Stein. Wahrscheinlich wieder ein Zombie. Nee, diesmal nicht. Ach ja. Guck mal an, da ist ja wieder eine hier. Was ist deine Schädelbrecher? Geil. Na dann komm mal her, dann will ich dir mal denjenigen brechen, deinen Schädel. Du Eierpfeile. Noch nicht. So, mein Zorn ist gleich wieder vorhanden.
Nicht genug Zorn. Hier, läuft der weg oder was? Bleib ja hier, du. Komm, lass dich schnetzeln. Geil, gelehrte Klinge in Gelb. Gucken wir gleich mal an. Ah, herrlich. So. Seid ihr jetzt alle mal tot? Das meine ich. Diese Mistviecher nerven übel. So, gelehrte Klinge. Was ist das? Eine Zweihandwaffe. Oh, alter Imba. Aber wieder ohne... Das gucken wir uns gleich nochmal in Ruhe an. Erstmal hauen wir die Kobolde ins Maul. Also richtig verstehen tue ich es trotz allem nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Als Zweihand-Crusader? Was habe ich denn da für eine Second-Fähigkeit? Gar keine, oder was? Wir können es gleich ja spaßhalber mal anlegen. Ja, hau das alles kaputt hier. So, Ende des Dungeons, Ende der Reise. Wir gehen natürlich an den Eingang zurück. Das ist ja wohl klar. Die Krone ist nicht hier. Meine Suche geht weiter. Ja, kann ich auch nichts für. So, Friedhof der Verlassenen. Hier unten war die andere Krypta, ne? Die nehme ich jetzt noch mit, die 5 Minuten. Die nehmen wir jetzt noch mit. In dieser Folge, denke ich mir. Ah, da jetzt versuchen wir es gerade mal. Wartet mal. Also, das Ding. So, das habe ich unten, muss ich merken. Oh, weil ist ja mächtig voll jetzt hier geworden. Ist egal, aber suche ich jetzt mal jetzt. Ist aber das Problem, wir können auf keinen Fall Schildblock nehmen. Mal gucken wir mal. Einfach mal gucken. Ja, ein guter Kampf, aber... Nee, das geht gar nicht. Das dauert viel zu lang. Guck mal, da sterben wir ja fast. Nein. Absolut, absolut nicht brauchbar für uns. Auch wenn es wahrscheinlich überragend stylisch ist. Aber absolut nicht brauchbar. Hier ist ja der ganze Saal voll untoten Gesochse. Und hier steht auch noch so ein Typ im Weg. Tante, meine ich. Komm her, du. Ah. 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 Scheiße, sind die gemein. Oh. Oh. Kann ich denn das nicht irgendwie ändern? Oh mein Gott. Sie schlagen mich um. Oh. Stirb, du Ratte. Ah. Okay, das war keine gute Idee. Lauf nicht weg. Stirb. Geht doch. Und eure anderen Affen auch. Ja, meine Tragkapazität ist begrenzt. Genau, das fällt mir auch auf. Oh. Also raushauen tut er ja übel. Dennoch dauert das viel zu lange mit der Zweitwaffe. Also, jetzt haben wir den Echttest gemacht. Meiner Meinung nach absolut untauglich. Alter, aber was eine Wumme, ne? Muss man ja ernsthaft mal sagen. Das geht natürlich. Aber ganz schnell. Weg da. Und das ziehen wir auch an. Also, schön, dass wir das Ding haben, die seltene Klinge. Dennoch, absolut nicht unseren Fähigkeiten entsprechend. Und deswegen unbrauchbar. Ja, jetzt sind wir wieder im Rennen hier. Das ist wieder der Crusader, wie ich ihn mag. Alles andere macht einfach keinen Sinn. Also schön, dass wir wunderbare gelbfarbene Waffen finden. Sind das Legendaries? Ich glaube ja, ne? Aber, ja. Was bringt dir das, wenn deine kompletten Kernfähigkeiten danach nicht mehr funktionieren? Gar nichts, oder? Ich hoffe, ihr seht das genauso wie ich. So. Hier haben wir schon mal Blatt gewalzt. Jetzt geben wir hier Gas. Hier ist gar nichts, okay? Also, das war ja ein ganz netter Einstieg. Jetzt wissen wir aber auch gleich Bescheid, das ist nicht unsere Welt. So, jetzt haben wir das gemacht. Jetzt gehen wir hier lang. Wie, mehr ist hier nicht, oder was? Ach doch, da oben. Guck mal an. Da lang müssen wir gehen. Ach, scheiß auf den Stein. Ich nehme die Truhe. So. Da fallen die Wesen so vernünftig. Und nerven mich nicht nur. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Aber mein Zorn schon. Komm mal. Metzeln. Kommt der hier, kommt. Überragend. Gemetzel. Das höre ich gerne. Das höre ich gerne. Hui. Das war anstrengend, oder? Oh, da ist ein gefräßiger Toter. Den nehmen wir auch noch mit. Und dann sind wir, glaube ich, auch am Ende dieses Dungeons wieder angekommen. Zumindest scheint es mir so. Das ist ein witziger. Sie haben leere Aus... Mitten im Kampf, ne? Finde ich auch gut. Kann mir ja ruhig mal anzeigen. So, gefräßiger Toter, jetzt stirbst du bitte.
Das hast du jetzt auch gut gemacht. Vielen Dank. Genau, das fällt mir auch auf. Wir wollen den Dungeon verlassen. Porten nach Tristram zurück und gehen dann wieder auf den Friedhof auf die Suche. Weil wir müssen ja hier erstmal einiges verkaufen. Ach, guck mal, das ist doch gut. Was haben wir hier? Weniger, weniger. Ja, die Legendary Waffe. Das ist natürlich überragend, das Teil, oder? Naja, wie gesagt, wir gehen jetzt nach Tristram zurück. Ich denke, wir sind heute am Ende angekommen. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen, wir einmal mehr Diablo 3 zu spielen. Und wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir auf dem Friedhof der Verlassenen versuchen, die Schergen von Diablo auszuschalten. In diesem Sinne, ciao und haut rein.